Today is the day, meine Lieben. Today is the day. Seit einem Jahr warte ich jetzt schon darauf, dass ich endlich Maze Runner im Kino sehen kann. Und ach, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue. Wirklich, ich habe mich noch nie so sehr auf einen Film gefreut. Ich liebe die Buchreihe. Das ist meine absolute Lieblingsreihe. Und Gott, die letzten Wochen waren total schlimm. Ich ging auch schon jedem auf die Nerven damit, weil ich endlich diesen blöden Film sehen wollte, ja. Ich kann es gar nicht glauben, dass die Zeit jetzt doch so schnell rumging und dass ich jetzt doch den Film sehen kann. Ach ja. Jetzt habe ich erst mal Ewigkeiten gebraucht, bis ich was gefunden habe, was ich anziehen kann, obwohl ich immer noch nicht zufrieden bin, aber ihr kennt das bestimmt. Und ja, jetzt muss ich mich noch schminken und dann kommt noch ein Freund von uns vorbei, den nehmen wir dann mit. Und dann treffen wir uns in dem Berg mit Sandra und ihrem Freund. Boah, ihr wisst gar nicht, wie nervös ich bin, ne? Ich bin nervös, als würde ich sonst irgendwas jetzt gleich machen. Wirklich, also. So eine Vorfreude. Gott. Ich bin so besessen von der Reihe. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe sogar ein Poster im Gang hängen. Das zeige ich euch mal. So, jetzt sind wir auf dem Weg nach Nürnberg zur Sandra und ihrem Freund. Und unser Freund hier, der Tobi. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Wir fahren jetzt erstmal ins Kino und dann erst in die Stadt nochmal was essen und meine Kinokarte abholen, weil ich es leider versäumt habe, mir eine rechtzeitig zu kaufen. An alle schönen Männer dieser Welt, sie können mich gerne anschreiben. Facebook Tobias Meyer. Ihr kennt mich an der roten Mütze, also schwer zu erkennen natürlich. Würde mich freuen über tausende von Mails. Ja, das war schon mal der Aufruf fürs Erste. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Alter, wie geil. Ja, also der hat schon mal drauf im Biss, wie ihr seht, ne? Also, okay, nochmal von vorne. Wir fahren jetzt nach Nürnberg und holen Sandra und Thomas ab. Und dann gehen wir ins Kino und holen die Karten für den Tobi, weil er kurzfristig zugesagt hat, das hat er ja gerade schon erzählt. Und dann gehen wir nochmal in die Stadt, gammeln da noch ein bisschen rum und dann geht's wieder ins Kino. Und danach mal schauen, was wir noch machen. In die Kirche will ich auch, gell? Da war die noch nie drin, da will ich jetzt mal rein. In die Kirche will er auch. In die Kirche will ich auch. Ich weiß gar nicht, ob die offen hat. Die ist da abbrannt, die Kirche. Nein, die Kirche. Ist die Kirche da. Ach, die große. Gedächtniskirche. Anni, du kannst auch mal Hallo sagen. Servus. Also, bis gleich. So, jetzt sind wir in Nürnberg. Gleich zeigt das gleich hier. Oh, wo ist die Flagge? Wo ist die Flagge jetzt? Gleich, muss man kurz zeigen. Wo zoomt man da? Da sieht man nicht gescheit. So, wunderbar. Ja, toll. Das ist jetzt aber weniger interessant. Doch, das ist schon interessant. Das sind Dinge, die die Welt bewegen. Warte mal, ich muss dazu sagen, was wir jetzt machen. Also das ist eine Gay-Sauna. Da müssen wir nachher noch vorbei. Wir gehen jetzt zum Kino. Hey, wir gehen jetzt zum Kino und jetzt sind unsere Hallo, liebe Sandra da. Ihr kennt mich ja schon. Und ihr Freund Thomas ist auch noch da, aber der ist bei meinem Freund gerade vorne. Die quatschen. So. Wahrscheinlich wieder über mich hin. Du hast so gut, du wohnst direkt neben einer Gay-Sauna, also da muss ich echt mal vorbeischauen. Ja. Naja, okay. Die rennen wieder so schnell. Ja, ich weiß schon. Sonst gibt es auf dem Dorf in Bayern nicht. Wir sind ja in Bayern. Hoppala. Auf jeden Fall laufen wir jetzt erstmal zum Kino und dann mal schauen, wie es weitergeht. Bis gleich. Der eine ist aus der andere. So. Ihr findet es voll Klischee. Das gibt's ja nicht. Was hast du für Erwartungen an den Film? Nur Gutes. Sehr gut. So, jetzt sind wir auf dem Weg zur Stadt. Wir haben das Ticket gekauft. Und im Übrigen wollte ich noch einen schönen Gruß ausrichten an die iBeauty Fever. Die ist so goldig, die hat mir habe ich alle schon gelesen. Echt? Das hat sie natürlich wieder gelesen, okay. Auf jeden Fall. Profilschleich. Auf jeden Fall, ja. Schön. Auch liebe Grüße an dich, obwohl wir uns nicht kennen, aber es macht nichts. Genau, die ist nämlich ganz süß und
Der habe ich es auch so verdankt, dass ich das überhaupt angefangen habe, teilweise. Okay, zum Chinesen, oder? Ja, zum Asiaten. Okay. Also, falls ihr mal in Nürnberg seid, müsst ihr da unbedingt hingehen. Also, habt ihr gehört. Box City heißt es. Und im Übrigen habe ich schon gesagt, dass ich total aufgeregt bin und mich total freue auf den Film. Nein, habe ich nicht, das habe ich nur schon 100 Mal gesagt, aber ist ja egal. Die hier kann es bezeugen. Ja, ich weiß, ich bin eine Nervensäge, aber ach, mein Gott. Das geht schon. Jetzt geht es dann mit Mockingjay weiter, wenn ich das heute überstanden habe. Dann kommt auch noch Gone Girl, dann kommt Gone noch Girl. Insurgent. Ja, genau. Ach Gott, ich bin voll das Fan. Kommt bestimmt noch irgendwas anderes. Ja, da kommen noch genug Sachen. Dann kommt der zweite Teil von Maze Runner, Scorch Trials, im September nächstes Jahr. Also es gibt die nächsten Jahre genug, worauf wir uns freuen können. Gucken dann. Ja. Die Kirche. Mal Piano. Foto. Ach, da müsst ihr euch auch noch schnell vorstellen. Oh nee. Also jetzt sind wir im Restaurant und zeigt euch mal bei der Sandra, was sie hat. Die hat hier Ente mit Reis und Kokossoße. Also sieht ja schon mal echt geil aus. Voll lecker. Ist es auch so gut? Das ist so gut. Willst du probieren? Na, ich habe einen Lippenstift, sonst sah ich noch deinen Löffel. Der Tobi, der kleckert schon mit der Nebennase. Wo denn? Achtung, Achtung. Ich muss erst mal den Schal ablegen. Oh, schmeckt echt geil. Der Tobi hat schon Nebennase kleckert. Schmeckt echt geil, also musst du hier essen. Lass mal die Dinge zu machen. So, und unser Menü, was sagst du dazu? Hast du schon bestellt? Unser Menü ist hier, ja, nothing. Wasser und Brot. 2 Stunden noch bis Maze Runner, okay? 2 Stunden. Okay, jetzt runter. Gone Girl. Und jetzt runter. Winter Kartoffelknödel. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Nochmal Maze Runner. Leute, ich wollte bloß noch die Review abgeben zu Maze Runner. Leider war mein Akku leer gestern Abend und eigentlich wollte ich ja mit allen noch eine Review machen und euch die Meinung von Sandra und Tobi noch sagen zu dem Film, aber dass die das noch machen können, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, dann erzähle ich das jetzt halt einfach so. Ja, also zu dem Film an sich, also ich war echt begeistert, mir hat der richtig gut gefallen, also meine Erwartungen wurden echt übertroffen sogar noch und ich glaube, das könnte echt mein neuer Lieblingsfilm werden und das Warten hat sich echt gelohnt, ich bin so happy, dass sie das gut gemacht haben und ja, also die haben, wenn man das jetzt mal mit dem Buch vergleicht, haben die schon ziemlich viel geändert. Also wenn man es jetzt mal mit Catching Fire oder Divergent vergleicht, die halten sich ein bisschen mehr noch ans Buch. Aber ich finde es absolut nicht schlimm bei dem Film, weil ich finde eigentlich, dass das richtig, richtig gute Änderungen sind, was sie gemacht haben. Und es war auch nichts Relevantes, finde ich, unbedingt.
was sie weggelassen haben. Also zum Beispiel das mit der Telepathie, dass sie telepathisch miteinander kommunizieren können, also die Theresa und der Thomas. Das haben sie zum Beispiel weggelassen. Das finde ich aber absolut nicht schlimm. Das habe ich auch schon gewusst, dass sie das nicht mit reinmachen. Aber meiner Meinung nach hat das gar nicht so eine, spielt das gar nicht so eine große Rolle für die nächsten Teile noch, finde ich jetzt. Oder auch das Ende, das ein bisschen anders macht. Aber mein Gott, ich fand das überhaupt nicht schlimm. Im Grunde sind sie dem Buch ziemlich treu geblieben und ja. Haben halt keine, also der grobe Ablauf, der Ablauf von der Geschichte, was nach und nach passiert, was nacheinander passiert und die wichtigen Dinge vor allem, die sind alle drin vorgekommen und super umgesetzt und wirklich richtig gut. Und ich finde auch echt, die Schauspieler finde ich alle von vorne bis hinten, die waren richtig gut und auch super ausgewählt, auch vom Optischen her, wie es beschrieben wurde im Buch, und richtig super. Und ach, Dylan O'Brien war für mich sowieso der Held. Aber dass ich den ja vergöttert, ist ja sowieso kein Geheimnis. Und ja, also ich war echt begeistert, mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe als einziges das Buch gelesen, mein Freund hat es nicht gelesen, noch nicht, vielleicht liest das noch. Sandra hat es nicht gelesen, Tobias hat es nicht gelesen und die fanden es auch alle richtig gut, hat ihnen allen gefallen. Und ja, waren alle begeistert davon. Hatte eigentlich keiner was auszusetzen, recht groß jetzt. Auch der Freund von Sandra auch nicht. Also allen hat es eigentlich gefallen. Und das bin ich schon mal sehr glücklich, weil ich denen schon seit Ewigkeiten vorheul, dass ich unbedingt diesen Film sehen will und dass die Reihe so toll sind und so toll ist. Und ja, jetzt bin ich halt echt froh, dass es denen noch gefallen hat, sonst wäre das schon ein bisschen blöd gewesen, wenn dann alle gesagt hätten, war jetzt irgendwie voll der Mist, aber es waren alle zufrieden. Dem Publikum hat es auch gefallen, die im Publikum haben geklatscht, alle am Ende noch. Und ja, ich freue mich jetzt total auf den zweiten Teil. Ich fange jetzt bald an zum Drehen, in ein paar Tagen, und der zweite Teil war sowieso mein Lieblingsteil. Und ich kann den Film echt nur empfehlen, für alle, die wohl noch nicht wissen, ob sie da reingehen sollt. Schaut euch den an, auch als Buchliebhaber. Ich finde, die haben zwar einige Sachen geändert, aber mein Gott, der Film ist so klasse geworden. Also, ich weiß nicht, ich finde nicht, dass man da rummängeln müsste oder so, aber die meisten Buchliebhaber, die sind ja auch begeistert davon. Sonst habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. War ein schöner Tag gestern, auch so noch mit den Freunden. Es war ein schöner Abend. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil von Maze Runner. Das war's eigentlich. Dann ciao.